In Reckenfeld macht sich nun die Normalverdienerfamilie Berkenheide auf in den Urlaub. Sie wollen eine Woche Camping in Lüneburg machen. Selbstredend wurde fleißig gespart für diese Unternehmung. Finanzoberhaupt Anja setzte ein Budget von 1.000 Euro an. Davon allein mindestens 200 Euro für den Campingplatz. Der Campingurlaub jetzt in Lüneburg wird uns wahrscheinlich 200 bis 250 Euro kosten. Also da ist dann halt der Stellplatz, Strom habe ich dazu gerechnet. Wir hatten auch schon einen Plan, wo ein bisschen drauf gezeichnet war, wo wir noch hin möchten. Ja, ich bin eher der Stadtplan-Typ. Ich nehme dann eher die Karte dann und gucke dann halt drauf und dass man dann halt direkt in der Übersicht sehen kann. Und es können halt alle drei auch gleichzeitig gucken. Auch im Urlaub planen und strukturieren die Berkenheides jeden einzelnen Tag. Das schont die Nerven und das Portemonnaie. Weil hier ist noch eine alte Kirche und die. Und ein Wasserturm. Da ist auch noch eine. Ist ja alles so oder so zusammen. Wir können auch noch beim Rathaus schön vorbeigehen, nochmal Fotos machen. Das Schlendern kostet ja nichts. Dann können wir hier durchgehen. Ihren Stadtbummel durch Lüneburg genießen die Berkenheides in vollen Zügen. Trotzdem behält Anja mit Argus-Augen die Urlaubskasse ständig im Blick. So, jetzt sieht man hier, dass wir voll in unserem Budget drin sind. Ja. Wir haben jetzt 24,35 Euro bezahlt. Ja. Und Robin wollte seine Sachen ja eigentlich vom Taschengeld bezahlen. Das waren 9,91 Euro. Ja. Und damit liegen wir voll im Budget. Das haben wir echt gut hingekriegt. Ja. Da lässt sich sicherlich drüber reden, dass wir da noch bei dir was dazu tun. Danke. Anja hat pro Familienmitglied 333 Euro Urlaubskosten veranschlagt und liegt damit unter dem bundesweiten Schnitt. Im Jahr 2020 gaben die Deutschen insgesamt rund 45 Milliarden für Urlaubsreisen aus. Die durchschnittlichen Kosten pro Person und Urlaub beliefen sich auf etwa 890 Euro. Es muss ja nicht immer eine teure Weltreise sein. Anja erklärt warum. Warum Lüneburg? Wir beide waren vor 4 Jahren schon mal in Lüneburg, auch im Oktober. Und es hat uns da sehr, sehr gut gefallen. Es ist eine total faszinierende Stadt, weil halt dort auch sehr, sehr viele alte Gebäude sind. Was ich einfach spannend finde, wenn ich irgendwo stehen kann, wo vor 600 Jahren auch schon jemand gestanden hat. Möglicherweise auch jemand, der seine Taler genauestens im Blick hatte. Die Berkenheides sind begeistert von den Sehenswürdigkeiten, allerdings nicht von den Preisen. Mal gucken, was es kostet. Einzelpersonen 5 Euro, Familienticket 10. Kinder unter 6 Jahren frei. Also ist Robin frei nach seinem Verhalten? Ja, aber Familienticket ist dann günstiger. Als sehenswürdiges Highlight fand ich es dann auch, dass wir auf dem Wasserturm in Lüneburg draufgegangen sind, dass man sich wirklich Lüneburg von oben angucken konnte. Das war doch super. Und es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Hier oder da? Und Geld auszugeben. Wir haben die Städtetour für heute beendet. Wir haben jetzt Hunger und jetzt wollen wir im Kleinen Haus essen gehen. Und dafür haben wir ein Budget eingeplant von ca. 60 Euro. Zu Hause gehen die Berkenheides so gut wie nie auswärts essen. Guten Appetit. Aber im Urlaub will man sich auch mal was gönnen. Wir hatten einen sehr, sehr schönen Tag in Lüneburg. Sehr viele Eindrücke, sehr viele Ereignisse. Ganz viel gesehen, lecker gegessen und jetzt freuen wir uns auf den Campingplatz. Aber leider ist der Urlaub viel zu schnell vorbei. Und in Reckenfeld wird wie jeden Monat wieder fleißig auf die nächste Reise gespart. Was ist am Monatsende noch auf dem Konto? Die Normalverdiener erlauben uns exklusiv einen Blick auf ihre Finanzen. Die 1.000 Euro für den Urlaub hatte sich Anja von einem extra Sparkonto überwiesen. Dann darfst du mal gucken, wie es jetzt am Monatsende aussieht. Ja. Hier waren wir im Urlaub. Das Tanken hier, die 65 Euro. Dann haben wir hier zum Beispiel, wie wir dann auf dem Platz auch essen waren, die 41 Euro. Oder wie hier, wie wir Steak essen waren, wo wir uns richtig was gegönnt haben, die 64 Euro. Da kommt einiges zusammen.
Hier habe ich den Wocheneinkauf gemacht in Höhe von 74,17, als wir wieder da waren. Mhm. Okay, wir haben letzte Tage bestellt. Ja. Das waren 25 Euro. Das läppert sich ganz schön zusammen. Ja, und jetzt ist runtergegangen, wir haben einige Sachen bestellt. Ja, wir haben genau. für 30 Euro neue Masken bestellt. Ja. Wir haben Speicherstick bestellt, weil der kaputt geht für 30 Euro. Genau. Ne, wir haben die beiden Beerdigungen gehabt, mhm. wo wir auch 30 Euro gegeben haben. Ja. Das sind diese ganzen Kleinbeträge. Ne? Mhm. Trotzdem ein Plus von über 140 Euro. Sind die beiden damit zufrieden? Hat der Urlaub sich gelohnt? Ich fand den Urlaub super. Es hat alles super geklappt, von vorne bis hinten. Das Einzige wäre halt ein bisschen schön gewesen, ein bisschen mehr Sonne. Aber das macht die Jahreszeit halt einfach mit. Wir hatten uns ein Budget von 1.000 Euro ja gesteckt, was wir mega eingehalten haben. Wir haben sogar Geld überbehalten, vielleicht auch aufgrund des Regens, dass wir nicht alles machen konnten. Aber wir haben auf nichts, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten müsste, sondern ich habe eher das Gefühl, dass ich mir sehr, sehr viel gegönnt habe und bin froh, dass wir diesen Urlaub gemacht haben und wir werden das sicherlich wiederholen.